Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tolle Wolle. Ich bin Laura und ich darf euch ja auf diesem Kanal ein bisschen das Stricken näher bringen. Und heute gucken wir uns nochmal die AliExpress King Size an. Wir haben immer noch nicht, oder ich habe immer noch nicht genug davon. Ihr habt mich in den letzten Videos ja ganz schön damit kämpfen sehen. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben und gedacht, diesmal mache ich nichts mit Flachstricken, nichts mit komplizierten Garn. Ich nehme ein super einfaches Standardgarn, super einfaches Projekt, in dem rund gestrickt wird, und dann wird das schon klappen. Und was soll ich sagen, es hat super geklappt. Ich bin mega happy, ich habe hier richtig dicke, kuschelige, chunky Mützen und möchte euch das jetzt auch gerne näher bringen. Brauchen tun wir dafür natürlich die Adi King Size Express, ist ja klar. Dann natürlich Garn. Ich habe jetzt hier dieses Garn, es ist beides identisch, nur eine andere Farbe. Einmal die Farbe 23 und die Farbe 19. Und das ist, würde ich sagen, im Grunde ein Anfängergarn für die Adi King Size Express, denn es ist schön gleichmäßig, es läuft gut und es ist von der Größe her genauso ein Mittelding. Denn bei der Adi King Size Express heißt es eigentlich immer, dass man Garn nehmen soll, was mit einer vorgeschlagenen Nadelstärke von 4 bis 8 kommt, und mit einer 6 sind wir da genau in der Mitte. Ansonsten brauchen wir von dem Garn selbst ungefähr 1,5 Knäuel. Das verlinke ich auch sehr gerne einmal für euch unten in der Videobeschreibung. Also bestellt am besten gleich 2 davon. Aus der letzten Hälfte des Knäuels könnt ihr dann auch noch so einen praktischen Pompon machen. Wie man so einen Pompon macht, dazu habe ich auch schon mal ein ausführliches Video aufgenommen. Googelt oder checkt einfach mal tolle Wolle Pompon. Dann solltet ihr das finden. Zu guter Letzt brauchen wir noch eine Häkelnadel für den Fall, dass wir eine Masche verlieren, vor allen Dingen am Ende, wenn wir abketten. Im Idealfall passiert das gar nicht. Theoretisch schaffen wir es auch mit einer normalen Nadel, unsere Masche nochmal neu aufzunehmen, aber es ist immer ganz gut, so eine in petto zu haben. Dann eine Vernähnadel ist ganz prima. Ich habe jetzt hier die mitgeliefert wurde, aber eine normale Vernähnadel ist auch in Ordnung. Und wenn ihr Lust habt, nachher noch so ein Labelchen anzunähen, ist das auch super. Starten wir einfach mal direkt mit dem Setup. Für ein geschmeidigeres Ergebnis nehme ich hier mein Garn aus der Mitte von meinem Knäuel. Ich finde, es wickelt sich dann einfach schöner ab, beziehungsweise kommt hier ein bisschen gleichmäßiger raus, als wenn ich hier mein Garnende nehme, was außen liegt und das Garn sich dann immer drehen muss. Aber das ist euch überlassen. Guckt einfach mal, was ihr am geschmeidigsten findet. Als nächstes nehme ich meine Maschine und platziere sie passend für mich. Ich werde gleich meine Maschine auf jeden Fall am Tisch befestigen, damit ich noch mehr dafür sorgen kann, dass mein Garn hier gleichmäßig reingeht und ich keine Maschen verliere. Aber hier mit dem Garn passiert das eigentlich fast gar nicht, denn das ist ein wirklich schönes, gleichmäßiges Garn. Mein kleiner Hebel hier steht auf Rundstricken und ich habe schon mal so weit gedreht, dass ich hier am Anfang meiner schwarzen Nadeln bin. Das kann man jetzt nicht so gut erkennen, aber an den Nadeln oder vor den Nadeln stehen sogar Zahlen. Also hier die erste schwarze Nadel hat auch die Zahl 1. Die weiße rechts daneben zum Beispiel ist die 46. Deswegen will ich jetzt auch mit der Nadel 1 anfangen und auch später damit aufhören. Ich nehme jetzt mein Garn und im Idealfall lege ich es auf den Boden. Ich habe es jetzt erstmal auf dem Schoß, denn ich sitze hier, habe jetzt nicht den besten Überblick, aber das soll wohl funktionieren. Also Garn funktioniert gut, wenn es auf dem Boden ist, in der Schale und ihr wirklich hier über der Maschine stehen könnt, um einen besseren Überblick zu haben. Das Garnende lege ich jetzt hier in die Mitte rein, so 15 bis 20 cm reicht, und hake mein Garn jetzt in die erste schwarze Nadel ein. So. Und wir gehen jetzt immer im Slalom die Nadeln entlang. Also hier habe ich es eingehakt, hinter der zweiten schwarzen Nadel werde ich es dahinterher führen. Dann dritte Nadel wieder einhaken und dann kommen die weißen Nadeln und wir machen so weiter. Zum Drehen ist ganz wichtig, dass hier dieser Fadenführer geschlossen ist, sonst können wir eine Nadel abbrechen oder unsere Maschine kaputt machen, und das wollen wir auf keinen Fall. Ich mache das Ganze jetzt auch sehr langsam,
damit ich hier auf keinen Fall einen Fehler mache. Also hinter der zweiten schwarzen Nadel vor der ersten, hinter der weißen, vor der weißen, hinter der weißen, vor der weißen, hinter, vor, hinter. Wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, dann landet unser Faden hinter der letzten weißen Nadel, das ist die 46. Und jetzt können wir ihn in den Fadenführer reinlegen. Also einmal hinter der Nadel her, in den Fadenführer. Guckt da einfach mal, was ihr für einen Garn habt und was für euch am besten funktioniert. Wollt ihr, dass euer Garn hier oben rauskommt oder hier unten oder vielleicht hier sogar durch das schmale Loch? Also das kommt ein bisschen darauf an, in welcher Position ihr sitzt oder steht, wie dick euer Garn ist. Da müsst ihr einfach ein bisschen experimentieren. Mein loses Ende werde ich hier nochmal so ein bisschen fester ziehen, damit sich hier jetzt nichts löst. Und kann jetzt gleich, nachdem ich meinen Zähler auf 0 gestellt habe, denn diese erste Reihe, wo wir die Maschen angeschlagen haben, würde ich jetzt nicht mitzählen. Das machen wir normalerweise beim Handstricken auch nicht. Und kann jetzt anfangen zu drehen. Und auch das mache ich jetzt erstmal noch ziemlich langsam. Erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie verhält sich die Wolle. Und kann dann langsam meine Geschwindigkeit steigern. Auch erstmal schauen, wie ist die Fadenspannung so, dass das alles schön gleichmäßig läuft. Ihr seht, jetzt kommt mein Faden hier eher von unten raus, denn mein Knäuel ist tief. Es ist mittlerweile auch nicht mehr auf meinem Schoß, sondern auf den Boden gefallen. Wenn ich gleich stehe, ist das vielleicht nochmal anders. Gucken wir mal. Und jetzt kommen wir zu den schwarzen Nadeln und sind auch schon bei Reihe 2 angekommen. Also die Maschine zählt automatisch mit. Das ist super duper praktisch. Hier würde ich nochmal ziehen, einfach dass sich hier nichts löst. Und guckt beim Drehen, vor allen Dingen in den ersten paar Reihen, wirklich, wie verhält sich das Garn? Wird das hier ordentlich von den Nadeln geschnappt? Entsteht vielleicht eine Situation, wo das Garn mal gespalten wird? Das ist bei mir einmal vorgekommen, bei einer anderen Mütze. Aber wenn man erstmal den Dreh raus hat, funktioniert das eigentlich ganz gut. So, Maschine ist befestigt. Jetzt kann ich munter weiterdrehen. Hier mache ich einmal einen kurzen Stopp, um euch den Tipp mit auf den Weg zu geben, wirklich hier einfach immer zu gucken, dass eure Maschen schön anliegen und sich hier um diese beiden kleinen Schafte schmiegen. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier irgendwas schief läuft, sehr gering. Also hier kann man eigentlich ganz gut auch bei einer recht hohen Geschwindigkeit schauen, dass alles schön vorbereitet ist.
So Leute, es ist ein dickes Knäuel und ich bin hier am Fadenende des ersten Knäuels angekommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, jetzt zwei Knäuele miteinander zu verbinden. Ich kann jetzt hier den Faden rausnehmen, hängen lassen und den nächsten reinnehmen. Aber auch dann, so ist es zumindest laut der Bedienungsanleitung von Adi, muss man die Fäden verknoten. Und da denke ich mir, wenn ich schon weiß, wie man einen wunderbaren Wunderknoten macht, der extrem stabil ist, kann ich das ja auch einfach direkt machen. Ich lege jetzt hier mal eine kleine Unterlage hin, damit ihr besser sehen könnt, was ich mache. Also ich habe hier mein Fadenende von dem Knäuel, was ich gerade verstrickt habe, und ein Fadenende von meinem nächsten Knäuel. Und die lege ich im Grunde ja so parallel nebeneinander und muss mit dem einmal einen Knoten um das alte Garn machen und mit dem alten Garn einen Knoten um das neue. Wenn ihr nochmal im Detail sehen wollt, wie das geht, dann kann ich auf jeden Fall unten für euch einmal das Video verlinken. Ich gucke jetzt mal, dass ich das hier gut hinkriege. Ich lege also mein neues Garn über das alte drüber und einmal drunter her. So, habe jetzt hier wie so eine Schlaufe drum gemacht, habe es wie so einmal eingefangen und kann jetzt mit meinem Garnende noch einmal hier durch und habe mein neues Garn um das alte geschlungen. Dasselbe muss ich jetzt mit dem alten Garn machen. Das ist jetzt ein bisschen eine komische Position, in der ich hier bin. Jetzt habe ich auch nur noch so ein kleines bisschen Garn übrig, aber mit ein bisschen Frickelei soll das wohl klappen. Ich lege das hier einmal drum und einmal durch sich selber durch. Ups. Und kann auch das festziehen. Und wenn ich diese beiden Knoten habe und alles richtig gemacht habe, dann sollte ich auf magische Art und Weise hier meine Knoten zusammenziehen können. Und das ist echt stabil. Also guckt mal, was ihr für Garn habt. Wenn ihr jetzt Garn habt, was insgesamt schnell reißt, dann ist doof. Aber ich kann hier richtig feste dran ziehen. Das ist ein Knoten, der nicht mehr aufgeht. Deswegen heißt er auch der magische Knoten. Und darf den jetzt auch so kurz abschneiden wie möglich, sodass der fast unsichtbar hier in meiner Mütze verschwindet. Also einmal. So. Natürlich jetzt nicht das Falsche schneiden. Und ihr seht, da zieht sich nichts auseinander. Und jetzt kann ich ganz normal mit meinem neuen Knäuel weitermachen, das wieder hier platzieren auf meinem Schoß oder auf dem Boden und munter weiter, bis ich zu meiner gewünschten Reihenzahl komme. Und beim Knoten, da muss man einfach ein bisschen darauf achten, dass der hier gut durchkommt. Ich habe ihn jetzt, muss ich noch mal ein bisschen zurückgehen. Also durch dieses feine Loch kam der jetzt nicht gut. Also ich muss noch mal so ein paar Zentimeter zurückgehen. Und aufpassen. Also jetzt an dieser Stelle und auch wenn man die nächste Runde macht, einfach aufpassen, dass hier das Garn schön mitgenommen wird, dass der Knoten nicht irgendwo sich verhakt oder stecken bleibt. Jetzt kann ich erstmal weitermachen bis zur nächsten Runde. Ich bin jetzt bei Runde Nummer 120 angekommen. Das ist genau dann, wenn man hier mit der schwarzen ersten Nadel wieder ankommt. Also bitte, gut, wenn ihr eine Runde weiter dreht, kommt es auch nicht so drauf an. Also bitte keinen Stress machen. Ich bin jetzt hier auf Nummer 120, wieder bei Nadel Nummer 1 gelandet. Und jetzt kann ich anfangen abzuketten. Der Faden wird hier aus dem Fadenführer genommen. Und der Fadenführer wird wieder geschlossen. Sonst machen wir uns unsere Maschine kaputt. Und ihr seht,
der Faden kommt hier, so, den ziehe ich jetzt mal hier vorsichtig weg. Der Faden kommt hier aus dieser letzten Nadel, das ist die Nummer 46. Und mit dem Abketten beginnen wir bei der ersten schwarzen Nadel. Und dafür drehen wir ganz vorsichtig unsere Maschine weiter. Es gibt Creator, die drehen das immer schon gleich 5 Nadeln weiter. Ich finde das riskant, vor allen Dingen, wenn man es noch nicht so oft gemacht hat. Also lieber 1 oder 2 Nadeln, wenn hier gerade die schwarze Nadel verschwindet. Dann seid ihr richtig. So, Nadel ist weg. Und jetzt könnt ihr euch von hier kommend immer von innen nach außen durch diese Maschen arbeiten. Ich mache das jetzt hier mal mit einer ganz komischen Richtung. Also ihr schnappt euch hier diese Masche und zieht euren Faden durch. Super. Ob der jetzt hier so ein bisschen drüber hängt oder nicht, kommt erstmal nicht so drauf an. Und das macht ihr jetzt Masche für Masche. Und ja, man kann das hier so 2, 3 Maschen hintereinander machen, aber wenn ihr mal aus Versehen irgendwo hängen bleibt, dann flutscht euch unter Umständen hier die Masche auch mal runter und dann braucht ihr eure Häkelnadel im Idealfall und müsst das Ganze retten. Es ist dann nicht verloren, aber es ist natürlich schöner, wenn es gar nicht erst dazu kommt. Und wenn ihr Garn habt, das irgendwie vielleicht ein bisschen flutschiger ist, dann könnt ihr natürlich auch, oder wenn ihr mal zu weit gedreht habt, dann könnt ihr natürlich auch mit einem Finger hier so ein bisschen euer Garn fixieren und sicher gehen, dass es hier nicht runterrutscht und auch gucken, dass hier nichts sich löst. Denn auch hier natürlich, kann man das jetzt sehen, wo wir angefangen haben, also hier haben wir angefangen abzuketten, hier, auch hier hängt es ja nur über diesen kleinen Schaften drüber und wenn sich hier irgendwas verrutscht, dann kann es natürlich auch sein, dass man hier hinten schon anfängt, eine Masche zu verlieren. Also bitte vorsichtig, mit Geduld, Bedacht und einer kleinen Prise Liebe. Jetzt können wir unsere Mütze, die noch gar nicht aussieht wie eine Mütze, schon mal ein bisschen stretchen. Also hier ein bisschen Länge reinbringen. Das gleicht auch nochmal die Maschen ein bisschen aus. Und unsere Seite, die wir vorhin abgekettet haben, beziehungsweise wo wir unseren Abschluss gefunden haben, das ist jetzt in diesem Fall diese Seite, wo ich meine Nadel noch praktischerweise dran habe. Die werden wir jetzt nach innen stülpen. Also ich kann hier einmal mit meinem Arm reingehen und mir vorsichtig hier Nadel und Ende packen, wie so eine Riesenstulpe und das nach innen ziehen. Und dabei nicht komplett wenden, sondern im Grunde bis zur Kante auf der anderen Seite ziehen. Schön ausgleichen und haben jetzt hier Kante an Kante. Das muss jetzt noch nicht perfekt sein, aber jetzt können wir eigentlich ganz gut schon mal unsere Innenseite verschließen. Also hier, wo meine Nadel dran hängt, können wir jetzt unseren Faden zusammenziehen. Und das wird sich jetzt hier immer so ein bisschen rollen. Guckt da einfach mal, dass ihr das schön Stück für Stück macht. Immer wieder ein bisschen weiterziehen, wieder schön nach oben rollen und ganz langsam hier eure Mütze zumindest schon an einer Seite verschließen.
Jetzt können wir mit unserer Nadel, jetzt haben wir natürlich einiges an Faden, den ziehe ich jetzt hier erstmal durch, nochmal sichern. Also gerne hier durch ein paar Maschen durchgehen. Also einfach mal so an so eine andere Ecke stechen. Das muss man jetzt wirklich nicht allzu genau nehmen. Vielleicht nochmal zurück. Das ist auch die Innenseite unserer Mütze, also einmal zurück. Und durch die Schlaufe, die wir hier gerade kreieren, einmal selber nochmal durchstechen. So, mein Faden ist definitiv zu lang. Vielleicht das Ganze nochmal. Und so unsere Mütze hier ein bisschen sichern. Also einmal hier noch durch die Schlaufe durch. Prima. Und jetzt haben wir noch die andere Seite. Die muss natürlich auch verschlossen werden. Wir lassen unseren Faden von dem Innenteil der Mütze jetzt hier raushängen. Den brauchen wir gleich noch. Und machen dasselbe jetzt mit unserer zweiten Kante. Also wieder schön zusammenziehen. Es wird sich auch wieder etwas rollen. Macht es schön geduldig. Die haben ja schon schnell genug gestrickt. Jetzt können wir uns auch ein bisschen extra Zeit nehmen, um das hier noch schön abzuschließen. Also es kräuselt sich so ein bisschen nach außen für gewöhnlich. Die beiden Fäden jetzt doppelt und extra fest miteinander verknoten. Damit fixieren wir den inneren und den äußeren Teil der Mütze. Und jetzt könnt ihr da einen Pompon draufsetzen oder wenn ihr das Gefühl habt, das Loch oben ist noch ein bisschen zu groß, dann fädelt die beiden Fäden nochmal ein und verschließt das von Hand. Und die Fäden könnt ihr nachher in diesem Zwischenraum zwischen den beiden Mützenhälften verschwinden lassen, zieht dafür einfach die Nadel einmal so in den Innenraum, schneidet eure Fäden ab und lasst sie dann so ein bisschen in den Maschen verschwinden. Sie ist fertig, meine lila Mütze. Wenn ihr das nachstrickt, dann könnt ihr natürlich auch noch entscheiden, ob ihr oben einen Bömmel dran machen wollt oder vielleicht hier so Labels aufnehmen. Da ist eurer Fantasie gar keine Grenze gesetzt. Ich bin wirklich sehr zufrieden jetzt mit diesem Projekt. Mit der Adi Express King Size ging es wirklich sehr schnell. Es gab kaum bzw. keine Probleme. Das einzige Mal, wo es ein bisschen gehakt hat, ist, als ich nicht ganz aufmerksam war und meinen Knoten von den zwei verbundenen Garnen nicht ganz ordentlich durch den Fadenführer geführt habe und mein Garn dann einmal gehakt hat. Tja, das gehört auch dazu. Aber ansonsten ging das hier super duper schnell und ich kann schon heute in den Herbst starten. Ich hoffe, die Informationen und dieses Video haben euch weitergeholfen, vielleicht auch in eurer Entscheidung, ob ihr euch selber mal so eine Maschine holt. Ich weiß, dass das Flachstricken für mich eine größere Herausforderung sein wird mit dieser Maschine. Da werde ich mich nochmal richtig hinsetzen, bevor ich da mit Projekten für euch komme. Aber lasst mich gerne in den Kommentaren unten wissen, was ihr euch in Zukunft für Projekte wünscht. Ob es euch gut geht. Lasst ein Like und ein Abo da, alles was euch einfällt. Ich freue mich immer von euch zu hören und wünsche euch bis zum nächsten Mal einen ganz schönen Herbst und gute Gesundheit. Ciao!